Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Gerbil Space Program. Wir sind wieder in unserem Space Center und wir haben die letzten paar Male mit unserer SN, mit unserem eigendesignten Starship für dieses Projekt ein bisschen gespielt. Und seitdem habe ich ein bisschen was gemacht. Ihr habt gemerkt, bei mir war es ein bisschen rough mit dem Hochladen. Das wird sich diese Woche nicht so sein, weil ich tue jetzt gerade alles aufnehmen für die Woche. Von daher ist rein theoretisch genug da. Was ich jetzt noch schauen wollte, ist für eine neue Rakete, eine neue große Rakete, eine Transportrakete, ein Tankraketechen, wenn man es so sehen will. Aber da muss ich vielleicht sogar noch ein bisschen, das können wir glaube ich sogar noch ein bisschen verschieben. Weil mein Problem ist, ich habe jetzt zum Beispiel ein zweites Modpack aktuell erstellt. Da ist, also im Grunde ist es fast dasselbe wie das hier jetzt. Bloß habe ich anstatt von Kerbalism USII drin oder USIS, UKIS, einen anderen Survival Mod oder Lebenshaltungsmod, der halt auch nicht dieses, du kannst den Antrieb dreimal starten, fertig. Hat er nicht. Gibt's da nicht. Wo es natürlich dann einfacher macht, verschiedenste Triebwerke zu verwenden zum Wiederzünden, weil du musst dir keine Sorgen machen, dass der Triebwerk nicht mehr auf einmal funktioniert. Ihr seht schon, es gibt jetzt Kerbal Engineer Redux. Das war eigentlich nur für ein paar Sachen angedacht, deswegen wird es auch nicht immer oft verwendet werden. Wir ziehen so ein paar Infos einfach immer wieder. Aber grundsätzlich werde ich das gar nicht. Was ist denn das jetzt? Grundsätzlich ist die Idee, das zu verwenden, relativ klein. Ihr seht auch, ich habe hier ein paar. Was ist dann noch? Nur mal das. Genau, das ist ein Science Mod. Den wir anschauen können. Hier sehen wir dann Science Experience. Du willst mir sagen, es gibt noch 115 übrige Science? Das ist es? Costa Quanta? Oh, guck mal. Mann, müsste ich noch viel machen. Bedeutet, ich bräuchte eigentlich einen kleinen Mannländer, mit dem ich überall hinfliegen kann, immer wieder. Kerbin muss ich... Ich habe eine Idee für heute. Ich habe eine gute Idee für heute. Dish North, was? Das ist Y landed. Kerbins Tracking Station. Dish North, Dish South. What? Okay, das sind... ja, aber... Bedeutet, wir müssen rein theoretisch ein Forschungsflugzeug bauen. Bedeutet, ab geht's Flugzeug bauen. Flugzeug? Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Flugzeuge habe ich, ehrlich gesagt, sehr lange nicht gemacht. Ich habe das letzte große Projekt war jetzt letzte Woche mit meinem anderen Modpack. Da habe ich wirklich eine Starship gebaut, auch mit Klappen seitlich, die halt wirklich gebremst haben, was mega geil funktioniert hat. Also die Rakete ist echt gut geworden. Kommt auch an die SN dran. Ich würde gerne die in Zukunft programmieren und wenn die wirklich gut ist, so wie sie mir taugt, dann werde ich die euch wahrscheinlich sogar mal vorstellen. Aber ich würde gerne versuchen, mit COS es so zu programmieren, dass die sich selber tariert, selber bremst und dann auch selber landen kann, weil das wäre natürlich Highlight, wenn der so sagt, okay, du bist im Orbit um Kerbin drin, suche Landing Spot, schalte ein und flieg. Das wäre so Traum, würde ich sagen. So, aber jetzt lasse ich mich mal hier nicht ablenken. Wir brauchen ein Forschungsflugzeug, ein kleines. Schau mal, wie gut ich das noch kann. Das ist jetzt schon mal nicht die nächste Sache. Wie gut kann ich noch Flugzeug bauen? Dafür brauchen wir natürlich jetzt den passenden Tank. Und wenn jetzt einer sagt, wie nochmal die ganzen Flugzeugtanks aussahen, dann bin ich total happy schon. So, Rumpfteil. Wir brauchen Forschung, das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt ist die Frage, kann ich so ein Inline... Oder okay, der verpasst dann nicht rein. Haben wir den nicht in Größe auch irgendwo? Den gibt es nicht in Größe? Ja. Dann tun wir das halt oben drauf. Dann, wir machen so ein... Muss jetzt kein unbedingt ewig langes Flugzeug sein, von daher... So. Würde ich jetzt mal sagen... Wir brauchen nur FT, bedeutet Oxidizer kann da raus. Und dann brauchen wir natürlich Flügel. Und das ganze Zeug. Buffalo Winglet. Hm.
Was ist der Unterschied zwischen den zweien? Ah, okay, ich hab dieselben nochmal genommen. Hups. So, wir brauchen passende Flügel. Dadurch, dass das eher ein ruhiges Flugzeug sein sollte, denke ich, machen wir das mal ganz interessant jetzt. Ich will, dass es relativ lange fliegen kann, wenn man es so sagen kann. Bedeutet... Oh nee, warte mal, das machen wir jetzt anders. So. Und dann brauche ich... Nee, den Dreher brauche ich nicht in dem Fall. Ich brauche das Teil hier. So. Und am Ende kriegt es dann noch dementsprechend ein Stückchen. Wenn ich was Passendes finde, wieder hier. Aber wir machen jetzt hier das hier. Hahaha. Ha, ha. Ich bin schlau. Teilweise. Irgendwie. So. Dich setzen wir hier hin. Skalieren dich hoch. Vielleicht ein bisschen runter. So, nach hinten damit. Ja, das schaut gar nicht schlecht aus. Und dann rotieren wir das Ganze noch so nach oben. Dann geht das Ganze noch einen Millimeter rein. So. Und die... Die Flügel. Wollen wir die auch mal noch mit so einem Grad nach oben? Also wirklich nur ticken. So. Nicht stark, aber leicht sind sie erhoben jetzt. Und dann brauche ich natürlich noch hier hinten. Da setzen wir aber dementsprechend die passenden Sachen jetzt dran. So. Da kommt einmal hier einer hin und dann kommt einmal einer hier oben drauf. Das ist gut, das ist fein. Jetzt brauchen wir Reifen. Das ist dann immer eher das Problem. Und passenden Reifen braucht am Ende. Und das ist... Passen die hier rein theoretisch rein? So, jetzt müssen natürlich die Reifen müssten gerade platziert werden. Schauen wir mal, wo das Hauptgewicht liegt aktuell. Ja, wir würden wahrscheinlich sehr stark hüpfen. Würde ich jetzt mal so annehmen. So. Okay, ja. Da brauchen wir eher so einen Reifen vorne. Ja, das kommt hin. Und jetzt kommt die ganze Forschungsabteilung noch. Und slappt das jetzt hier unten drauf. Warum unten? So halt. Weil ich es geil finde. Vor allem, weil ich oben gerne Solarpaneele und noch auch alles dran bauen würde. Um das Ganze zu... Ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen. Bisschen zu bearbeiten. Warte mal, dann tun wir den aber nach vorne. Rein logisch sollte der die meiste Luft kriegen. Der kommt hier hin. Der Temperatursensor kommt vorne auf die Nase. Jetzt muss ich den da vorne gerade richten. So. Ich werde sicher irgendwie da was vergessen. Irgendein Forschungsteil. Barometer. Auch noch hier unten dran. Das brauchen wir nicht. Wir sollten halt hier die Datenkapazität auf jeden Fall erhöhen. Wir werden noch ein
Datenkapazität von 2 MB noch dazu. Der kommt auch da hin, weil der speichert es ja sozusagen ab. Mit seinen 2 MB Speicherfläche. Ja, Frage, sollten wir einen Tail-Reifen machen? Obwohl, das ergibt auch wieder keinen Sinn eigentlich, wenn du es so siehst. Dann braucht es eine Dach... Halt. Lol. Da war eine dabei. Die werden jetzt alle über den Rücken verteilt platziert. Damit das Ding sozusagen dauernd ein bisschen Strom kriegt. Was ist das? Eine MRS Rechargeable Battery Radial. Das ist interessant, das Teil. Das haben wir im Grunde... Oh, das ist doch gar nicht... Schaut doch gar nicht doof aus eigentlich, wenn du es so siehst. Warte mal, wir machen jetzt mal hier. Vergrößer. Vielleicht ein bisschen zu groß. Hier, meine Vögel sind auch wieder hinten mit Vollkracher dabei. So. Und kommt dann... in da rein. So. Das ist jetzt die MS-Forschung. Oder so. MS-Forschung. Oh, ich habe mich verschrieben. Warte mal. Forschung. 01. Wer weiß, was da noch für eine Version darauf kommt, weil das wird sicher schief gehen. So. Erster Testflug. Weil wir haben ja... Wir haben nicht viel gemacht, glaube ich. Wir haben nicht viel gemacht. Aber wenn ich nur noch 200 Forschungspunkte machen kann. 250 Forschungen. Wie soll ich denn alles erforschen? Das funktioniert ja dann nicht mal, weil, hallo? Also, ich wüsste nicht mal, how? Okay. Vielleicht... Oh, geh weg. Bisschen aufdringlich ist der schon, ne? Das muss ich schon zugeben. Aus. Ne, warte mal, die kann man anlassen, aber was ist das? Das da, danke schön. Controllbar? Ist aber stumm aus. Geh zu! Oh, warte mal. Flug zurücksetzen auf... Ich hab was vergessen, was Essentielles. Ich habe was Essentielles an diesem blöden Flugzeug vergessen. Mann! Und zwar, was bringt uns hier denn das, wenn wir da nichts dran haben zum Steuern? Jetzt muss ich den Scheiß wieder finden, wo ist denn der? Flappy Flaps da. Flappy Flaps. Leute, nee. Oh, ich hab alles vergessen zu drücken. No. So. Dann mal speichern und starten. Das war wieder mal Dummheit von mir. Muss man sagen, das war pure Dummheit, dass ich das eben vergessen habe. Was steht hier? Naja, stimmt es. Rein theoretisch bräuchte das natürlich auch mehr Essen, mehr Wasser. Luft ist ja wurscht eigentlich, weil wir sind ja in der Atmosphäre. Aber das könnte ja dann die Long-Term riesiges Schiff, Raum, Flugzeug haben, wenn man wirklich mal sagt, man baut ein großes Flugzeug für Erde einfach, keine Ahnung. Das wäre dann sowas, was man machen könnte. So, okay, es ist aktiviert. Oh, warum sagt ihr denn nichts? Ich habe doch nicht mal Triebwerke. Wie soll ich denn abheben ohne Triebwerke? Ich drücke Leertaste. Wo ist mein Antrieb? Ja, dann kann es nicht funktionieren.
dann kann sowas ja mal ansatzweise nicht funktionieren. Aber Leute, zur Strafe. Nee, nee, Scherz. Ich muss leider sagen, ist die Folge vorbei. Ja, es ist wieder soweit. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir da Antriebe dran machen. Also, bis dann. Ciao.